Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. Und wir sind hier auf dem Sega Saturn mit Battle Arena Toshin, denn Remix oder auch Ultimate Revenge Attack. So, wir gehen erstmal in die Options rein. Wir stellen unseren Level mal auf 1, unsere Bautime auf 0, unsere Gewinne, die wir machen müssen, auf 1. Normaler Guard-Type. Mit links und rechts können wir rotieren nach links und rechts. A, B, White Attack, High Attack und C, Special 2. Und X, Y, Z, Way slash High slash und Z, Special 1. Ja, das sind so Abkürzungen für Spezialattacken. Man hat aber nicht nur zwei Spezialattacken, man hat noch ganz viele mehr. Wir können alleine den Arcane-Modus spielen, wir können gegen einen Menschen spielen, der natürlich wieder mal nicht vorhanden ist, und gegen den Computer ein Einzelmatch. Wir spielen jetzt in diesem Fall mal Arcade und wir haben zur Auswahl IG, Kaijin, Sophia, Rungo, Fu, Mondo, Duke, Alice, Tracy, Ripper, den ich persönlich so richtig cool finde, Ron, und dann sind wir schon wieder bei AG angekommen und ich würde sagen, wir nehmen auch mal AG, der coole Samurai-Shinobi, keine Ahnung, was der ist. Ich kann das da in Japan nicht auseinanderhalten. Und ich muss ehrlich sagen, also, das Battle Arena Toshinden war so der erste Prügler, den ich auf der PlayStation 1 damals gesehen habe, wo ich gesagt habe, boah, geil, muss ich haben. Da hatte ich noch keine PlayStation 1 selber, sondern nur ein Kollege von mir hatte die. Yeah. Und ich habe das gesehen und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, boah, eine PlayStation 1, die brauchst du. Weil ich kannte ja nur Super Nintendo. Ich kannte ja nur Street Fighter. So, und da fand ich einfach cool bei Battle Arena Toshinden, dass es ein 3D-Prügler war, einer der ersten 3D-Prügler. Noch vor Tekken, glaube ich. Ich habe es zumindest vor Tekken gesehen. Und mit Special Moves. Das wurde ja nachher, das habe ich ja gar nicht verstanden, bei Tekken rausgenommen. Da wurde ja dann auf Kombos gesetzt. Und das ist bei mir total auf Unverständnis gestoßen. Guck mal, ich mach den einfach so kaputt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht rausspringe aus dem Ring. Ach komm. Tot und raus. Und fand ich einfach geil. Ich war nachher total verstört, als Tekken kam und ich konnte keine Special Moves mehr machen. Ich hang das erste Mal am Joypad und dann so, wieso geht das nicht? Wie gehen Special Moves? Geht nicht. Das war die Sache. Und deswegen war für mich Battle Arena Toshinden einfach lange Zeit das führende Prügelspiel überhaupt für die anderen Konsolen. Also für die PlayStation, für den Sega Saturn. Das war das Nonplusultra für mich. Ja, dann gab es ja Battle Arena Toshinden 1, 2, 3 auf der PlayStation 1 und halt Remix auf dem Sega Saturn. Auf dem Sega Saturn habe ich es damals nicht zu spielen gekriegt, aber jetzt, wo ich es wieder spiele, packt mich natürlich wieder der Thrill. Und Battle Arena Toshinden ist halt auch schön bunt. Ne? Tekken, das war so eher düster. Und Battle Arena Toshinden, ja, das sieht man ja selber. Ist halt bunt. Aber daran sollte man jetzt keinen Spielspaß festmachen, ob es bunt ist. Yeah. Zack. Boah, ich bin sowas von übermenschlich gut. Natürlich ist Battle Arena Toshinden nicht vergleichbar mit Virtua Fighter oder Tekken und so weiter. Von der Grafik her allein schon. Ui. Oh. Weil ihr müsst immer dran denken, wann Battle Arena Toshinden rausgekommen ist, zu welcher Zeit. Ikusum! Yeah! Ach komm, du kannst doch direkt wieder einpacken hier. Hey! Ne, dann schieße ich halt weiter mit dem Feuerball auf dich. Wenn du meinst, du musst dich so anstellen. Ich komme doch nicht nah an den Rand, wenn ich weiß, dass ich nicht nah rankomme. Dann schieße ich doch mit dem Feuerball, ist doch wohl logisch. Ja, und von der Steuerung her, das ist halt, wie, ja, eins der ersten 3D-Prügler, deswegen darf man jetzt von der Steuerung her nicht
Mega-Deluxe-Steuerung erwarten wie bei Soul Calibur oder sowas. Ich kann es ja immer nur mit anderen Prüglern vergleichen. Es ist halt ein bisschen hakig, ne? Man musste sich halt noch an die, es waren noch die ersten Schritte ins 3D-Universum. Da musste man sich halt noch dran gewöhnen. Aber dafür ist das eigentlich sehr gut spielbar, wie man sieht. Ich rocke hier das Game. Ich rock die alle weg. Tracy hatte keine Chance. Ja, und nicht jedes Spiel hat, wenn man gewonnen hat, so schöne Sequenzen, wo man sieht, dass man gewonnen hat. Finde ich auch sehr schön. Und diese bunten Stages, mein Gott. Zack, zack. Oh. Was ist das denn hier? Sailor Moon oder was? Ah, da waren die Ringe. Die kann sie mit ihrer Peitsche machen. Stimmt, die hatte ich schon wieder vergessen. Zack. Und Feuerball. Ende. Ha. Ich habe jetzt extra gesagt, dass ich einen Feuerball mache, damit ihr nicht meint, ich drücke hier einfach nur blöd auf die Knöpfe und weiß nicht, was ich mache. Gibt's ja manchmal. Aber nicht hier. So, jetzt gleich dürfte ich eigentlich alle durchhaben, oder? Kaijin. Hey, come on. Ich hoffe, es passiert nicht das gleiche wie vorhin. Ich habe nämlich vorhin schon mal versucht aufzunehmen. Und da ist mir der Sega Saturn leider abgeschmiert. Das wäre eine Katastrophe. Oh. Und Feuerball. Zack. Oh, Feuerball. Ja. So muss das sein. Ja, Aduki, da ja, heil. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch, welches euer erstes Prügelspiel war. Oder ob das zufällig auch Battle Arena Toshinden war. Oder irgendein anderes Spiel. Ah, gut, mit dem Halbkreis geht der. Ich habe mich schon gewundert, wie der geht. Und Feuerball. Ob ihr damit auch Erinnerungen verknüpft oder auch nicht. Oder ob ihr meint, was ist das denn für ein Spiel, das würde ich mir nie im Leben antun. Guckt ihr mal die Scheißgrafik an. Das möchte ich nicht. Das gibt's natürlich auch da draußen, das weiß ich. Würde ich aber niemals sagen. Okay. Dürfte jetzt, glaube ich, die letzte sein, oder? Machen wir die einfach mal mit Feuerbällen kaputt. Und dann damit. Oh, da ging daneben. Jetzt aber. Ihr merkt schon, der Feuerball ist mein Favorite. Hadouken! Hadouken! Kidurum! So, war's das? Yeah. Nochmal den Gegner verspotten. Waren immer noch nicht alle. Rungo. Ja, es ist eine Menge Auswahl an Kämpfern, ne? Hatte damals zu dieser Zeit auch nicht jedes Spiel. Überleg mal, das erste Tekken. Wie viele Kämpfer hatte das? 8 oder so? Ich will da jetzt nichts Falsches behaupten. Boah, zack. Mein Gott, ich meine, gut, ich habe ja auch auf Easy geschaltet, ne? Wir wollen mich mal jetzt hier nicht besser machen, als ich bin. Oh, was kommt jetzt? Kommt jetzt er persönlich oder wieder mein Robotergegner? Mein Robotergegner. Was soll das denn? Gegen den habe ich doch schon gewonnen. Ja, dann mache ich einfach den Feuerball, damit er mich in Ruhe lässt. Weil ich komme ja eh nicht an den ran. Ja, so kann man natürlich auch gewinnen. So, 11 Wins. Also 11 Mal gewonnen. Wenn jetzt nicht der Endgegner kommt, weil so viele Spieler gab es doch hier gar nicht. Jetzt kommt er. Der Mann mit dem Stock. Ich glaube, der ist Admiral bei der Marine. One Piece Gucker wissen, was ich meine. Yeah. Get through them! Get through them!
Der einfachste und beste Weg, einen Gegner zu besiegen. Zack, boah, da habe ich den doch runtergeschmissen. Als wenn ich sagen will hier, scheiß drauf, dass du der Endboss bist hier. Das ist dein Schicksal. Ja, was machen denn die Dosen da, hat er gefragt. Weiß ich auch nicht. Döschen aus Müll. Nee, das darf ich nicht sagen. The Bizarre Series of Murders, bla bla. Wie, keine richtig schöne Endsequenz? Was ist das denn? Wolf the Mastermind of the Incident turned out to be another name of Welt Rottweiler, a former member of this Bureau, as these incidents were. Blablabla. Das ist mir zu viel zu lesen, da habe ich keine Lust zu. Oh, man kann es auch nicht beschleunigen. Komm, ich guck mir das jetzt nur an, weil ich wissen möchte, ob eine tolle Endsequenz kommt. Wie, das war ja damals so die Motivation bei zum Beispiel Tekken 2, weiß ich das. Das war das erste Tekken, das ich selber hatte. Dass man mit jedem Charakter durchgespielt hat, um am Ende die Endsequenz zu sehen und sich kaputt zu lachen. Die Szene mit Paul und Law werde ich niemals vergessen. Hab ich gelacht. Ich weiß nur nicht, ob man mit Law durchspielen muss oder mit Paul. Wo die da in dem Kampf-Dojo da sind. Oh, die haben ja immer miteinander im Wettstreit sind die ja immer gewesen. Wie Son Goku und Vegeta. So, kommt jetzt noch eine Zwischensequenz oder sowas? Nein, Credits. Naja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wie gesagt, schreibt doch in die Kommentare, ob ihr das früher auch gespielt habt, ob ihr das total scheiße fandet, ob ihr das total gut fandet. Vergesst den Daumen nach oben nicht und diesen ganzen Pipapo. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.